Ja, liebe Leute, bevor jetzt das Video Königsjodler startet, möchte ich mich bei jedem einzelnen von euch herzlich für eure Treue bedanken. Und gleichzeitig habt ihr die einzigartige Möglichkeit, so eine richtig geile Unterhosen, so eine Unterwäsche von Ein schöner Fleck Erde, Sportunterwäsche zu gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, bis zum nächsten Montag auf die Nacht, schreibt es in die Kommentare ein, wie viele Likes dieses Video am nächsten Freitag auf die Nacht haben wird, und schreibt auch eine, was für Szene in dem Video euch am allerbesten gefallen hat und am meisten berührt hat. Der Gewinner wird nachher der Kommentator sein, der am nächsten bei den tatsächlichen Likes eben dabei ist, und wird dann im Community-Tab veröffentlicht. In der Infobox findet ihr auch noch einen Link zu einer schönen Fleck Erde, wo ihr euch so richtig geile Unterwäsche, Sportunterwäsche für Damen und Herren anschauen könnt. Und jetzt gehen wir gemeinsam auf den Hochkönig auf. Ja, grüß euch, liebe Zuschauer und Freunde von Alpine Momente. Ich sitze jetzt an da gerade mit dem Linde vom Alpinteam Austria bei der Mitterfeldalm, und ihr seht ganz ein besonderes Video. Ihr seht jetzt ein Video zum Königsjodler-Klettersteig. Der Linde und ich, wir haben den jetzt auf den zweiten Versuch haben begangen. Allerdings haben wir ihn auch nicht original begangen. Wir haben ein paar Entscheidungen treffen müssen, und dementsprechend seht ihr ein Video zum Königsjodler, wo zwei Menschen, zwei Hobbyalpinisten, völlig am Limit sind und wir sie trotzdem wieder sicher und gut ins Tal runterkommen. Und dieses Video soll viel Leute von euch dazu animieren, dass ihr euch auch richtig einschätzt und dass ihr so wenige Fehler wie möglich am Berg macht. Viel Spaß mit dem Video. So, jetzt nochmal einen guten Morgen. 3 Uhr ist es, gell? Mhm. Sehr schön. Pünktlich. Pünktlich wie die Eisenbahn. Ah, und ein Kaffeetscherl noch. Gibt ja nichts Besseres. Außer hallo Mutter. Alle, die zuschauen von Alpine Momente, grüß euch. Ja, Start ist einmal Richtung Stegmosalm. Wir steigen direkt durchs Birkhorn zu. Schneiden wir jetzt auch, das wird der Winterjodler mit Maipulver. So, Stegmosalm, 1450 Meter im Schneefall. Wo sind wir jetzt? Wir sind da jetzt. Und wir gehen jetzt da rechts rein ins Birkhorn und dann gehen wir da auf über den Nordost rein und dann der Königsjodler, das war das Ziel. Schauen wir mal. Gewaltig. Gewaltig, sagen wir da. Ganz gewaltig. Franzis Schäspe, schönsten Wetter in der Birkhorn-Rennherinnen. Ja. Feinstes Pulver im Mai. Ja. Und ich bezweifle, ob das heute mein Königsjodler was wird. Und ich meine, man muss sowieso aufpassen. Wir sind halt jetzt ein Ortskundig, du aus Mühlbach da. Aber mitten in der Nacht musst du halt schon auch wissen, auf was du dich da einlässt. Weil wenn da jetzt von oben allein angeht, dann sind wir 5 Meter unter dem Schnee. Weil im Endeffekt, wir gehen jetzt ja nicht einen Lawinenkegel rauf. Ja. Aber es passt dabei alles ganz gut. Also aufpassen hast du dabei, sozusagen. Genau. Ja. Gut. Jawohl. Stapfen wir weiter mal. Genau. Ja, das Wetter ist jetzt ein bisschen besser, aber der Nebelfock hängt halt voll da. Wir gehen gerade auf die Nordseiten vom Grandlspitz zu.
Ja, wir stehen da jetzt noch auf 2000 Meter ungefähr herum. Und ja, da kriselt es daher. Es ist lawinentechnisch gar nicht so ohne. Und darum heißt es für uns jetzt ein da Rückzug, wo wir gerade sind. Und wir lassen uns da auf kein gefährliches Spiel ein. Ja. Da wird es nicht auf der Blätter herhalten. Genau. Das macht keinen Sinn. Nein. Schade. Schade. Bitte wieder anders gemeldet. Nächstes Mal. Der Königsjodler ist sowieso gestrichen. Und ich glaube, dass wir das heute einfach lassen und das Gescheite, wir kommen wieder gut heim und dann probieren wir es ein anderes Mal. Sicherheit geht vor, das kann ich Ihnen ans Herz legen an der Stelle. Da oben im Nebel kommt jetzt der Lindi daher. Ich bin schon in Sicherheit, mehr oder weniger. Lindi in so einem ja, 45 Grad steilen Stickerl. Ja, wenn es da ausrutscht, gehst wie ein Pfitschipferl an. Jawohl. Sobald er da umquert, ist er safe. Das war jetzt eine weise Entscheidung, alles andere war dumm gewesen. Einmal zu viel, einmal zu wenig Wasser. Ja, genau. Sehr gut. Da bin ich froh, dass du da so weit bist. Ja. Gehen wir vorbei. Jawohl. Also der Wetterbericht war ganz ein anderer. Er hat den ganzen Tag gar keinen Niederschlag gemeldet. Teilweise ein bisschen eine Bewölkung. Stattdessen ist es nicht nur stark bewölkt, es ist zu. Ja, und Königsodler, die erste, ist gestorben. Und den Königsodler packen wir noch einmal an, gell? Den machen wir auf jeden Fall noch einmal und das wird ja gar nicht so lange dauern, glaube ich. Genau, ja. Hallo Leute am Kanal Alpine Momente. Ich bin's wieder mal, der Lindi vom Alpinteam Austria. Und wie ihr wisst, haben wir und der Franz jetzt schon mal in Hochkönig, also im Winter, Jodler probiert. Im Königsjodler, Aufstieg auf dem Hochkönig. Ist leider nichts geworden, das Wetter hat nicht ganz so passt. Wichtig ist, dass wir heil herunten sind, alles andere ist ganz wurscht. Franz hat mich jetzt losgeschickt, ich als Einheimischer, ich soll mal schauen, wie die Schneelage ist am Hochkönig. Und ich stehe jetzt genau zum Fuße entlang, da hinten am Seck geht es auf am Hochkönig. Und ja, es ist Altschnee drinnen, aber wir können ein halbes Jahr runterfahren. Und jetzt haben wir uns gerade Gedanken gemacht, probieren wir es oder probieren wir es nicht. Und jetzt haben wir zu einem Entschluss gekommen, wir gehen jetzt den Winterjodler, hoffentlich bei besserem Wetter, und Wetterbericht stimmt das mal, mit den Ski rauf. Wird technisch, glaube ich, ziemlich ein Kraftakt und ein bisschen interessant das Ganze. Aber wir lassen natürlich nichts unverhofft, also wir sind schon ein wenig vorbereitet drauf, was dazu kommt. Wir sehen uns dann, wenn wir dann wieder in der Nacht aufbrechen, am Winterjodler. Juhu! Jo, dann schauen wir uns, was der Wetterbericht so für morgen meldet. Also letztes Update heute 8.43 Uhr. Mit der Nacht kein Niederschlag mehr, ganz wenig. Um 6 Uhr in der Früh in unserem Gebiet eigentlich nichts. Am Vormittag ganz, ganz schwachen Niederschlag und es wird noch im Laufe des Tages niederschlagsfrei. Schauen wir uns die Bewölkung an. Also 1 Uhr wolkig. Es wird noch stark bewölkt. Stark bewölkt ist es in der Früh auch. Wir haben definitiv eine Bewölkung, die aber dann einfach auf heiter wolkig übergeht. Und wir haben morgen im Endeffekt den ganzen Tag mit Wolken zu rechnen, aber so gut wie überhaupt kein Niederschlag. Das sind wiederum genau dieselben Voraussetzungen wie bei unserem Versuch am 3. Mai. Aber wir werden es morgen wieder probieren und wenn es sein muss, dann brechen wir halt wieder ab. So, jetzt gehen wir es wieder mal an. Gleicher Typ, gleiche Bude, gleicher Wahnsinn, gleiches Wetter. 50-50 Chance. Schauen wir mal, ob wir es heute packen. Es ist wieder 3. In dem Sinn. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Wie spät ist? Früher. 45. Gewaltig. Noch. Jawohl.
war es die größte Challenge. Wir sind jetzt genau da, wo sich der Weg trennt. Richtung Hochkönig und rechts Taghaubenaufe, da sind wir gestern runtergekommen. Es gibt auch nichts Besseres, als die Bauerlatten ein bisschen spazieren gehen tragen. Super Tag, aber gewaltig. 5.40 Uhr hat es geschlagen und wir sind jetzt gerade da beim Abzweiger, wo es rechts rauf geht, Richtung Taghaubenscharte. Und da links geht es zu unserem Ziel für heute, Königsjodler. Also bis zum Einstieg können wir fix einmal. Der Nebel zieht zu mir dumm. Wir sind guter Dinge, dass wir heute irgendwann einmal über dem Nebel stehen werden. Schon, gell? Das war der Wahnsinn, das einfach. Ich glaube, das waren gewaltige Momente, die wir da aufnehmen konnten. Ach, genial. Brutal. Wir sind jetzt mittlerweile in das Steigeisen reingegangen und haben auch ein Klettergurt, das Klettersteigset angelegt, weil da müssen wir jetzt in das erste Schneeviertel queren. Also es wird so ein halber Winterjodler wahrscheinlich, den wir da machen. Gut, dass wir die ganze Ausrüstung dabei haben. Ich bin so blau, schau dir das einmal an. Hey, der Wahnsinn, gell? Ja, Schlumpf. Mit der roten Zipfelmütze nachgenommen. Aber da gehen jetzt nämlich dahinter welche. Ja, da ist eben, wie gesagt, wirklich eine Querung nach der anderen. Da das Oberkrein, das ist nachher schon ziemlich steil, da bist du wahrscheinlich zwischen 50 und 55 Grad einmal. Kurz, jetzt haben wir das Eisgerätel auch noch raus da. Noch überhaupt keine Spuren herinner gewesen. Rechts ist ein Tritt unterhalb, gell? Jawohl. Und schon geschafft. So weiß ich echt voll zum Aufpassen. Ja, da, durch das Schneeviertel da unten können wir jetzt herauf. Und jetzt ist es gar nicht mehr weit bis zum Einstieg vom Königsjodler. Alles hat schon frei so eingeschenkt, gell? Ja, es geht gut rein, das muss man nicht meinen. Ja. Wenn wir ein bisschen ein Gepäck haben auch. Ja. Leichtes Reisegepäck. Genau. Spürt man schon ein bisschen. Und jetzt geht's da rauf in die Scharten und dann links geht's los. Juhu! Ja, wir stehen dann jetzt beim Einstieg Königsjodler Klettersteig. Der Nebel zieht nach wie vor um und um. Jetzt waren wir uns nicht ganz sicher, was wir machen sollen, ob wir nicht vielleicht doch wieder abbrechen sollen. Und
Wir haben uns zuerst noch einmal die Wetteranimation von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik uns angeschaut. Die sagt eben starke Bewölkung und die wird weniger, aber im Laufe des Tages Niederschlag wird da eigentlich so gut wie nichts. Und um auf Nummer sicher zu gehen, haben wir die kostenpflichtige Mehrwertnummer bei der Zentralanstalt gewählt und haben uns jetzt beraten lassen, wie das Wetter so wird. Die Luft steht unter keiner Spannung, Gewitter ist völlig ausgeschlossen. Das heißt, Gewittergefahr und auch nur eine geringe, das war sofort das No-Go gewesen. Es könnte sein, dass im Laufe des Vormittags ein paar Tröpfler kommen. Also das ist wirklich nur mit ein paar Tropfen zum Rechnen, aber das kann sein. Kann sein, dass das gar nicht eintritt. Und gegen Mittag sollte das Wetter noch um einiges besser werden. Der Nebel hat jetzt vorher mal kurz aufgerissen. Wir haben den Einstieg gesehen, wo man auf den Grat rauf geht. Der ist vollkommen schneefrei. Und weil ich den Steig eh schon einmal gegangen bin, weiß ich ja, dass bis 2500 Meter eigentlich relativ gleich dahin geht, immer auf, jetzt haben wir uns dazu entschieden, wir machen einmal einen Einstieg und schauen einmal, und wenn wir dann einmal eine Sicht auf den Kämmertstein haben, das war natürlich voll lässig, weil dann wissen wir auch, wie es im oberen Bereich ausschaut, und das ist halt nachher sozusagen die Challenge. Es könnte sein, dass wir eben mitten im Steig auch umdrehen müssen, was aber für uns jetzt im unteren Bereich kein Problem darstellt, weil selbst im Aufstieg muss man in der Kategorie C bzw. CD absteigen, abklettern. Das heißt, wenn du das aufgehen kannst, nachher kannst du das runtergehen auch. Und dementsprechend steigen wir ein, gell, in die. Ja. Genau. Und was ich nicht mitgeben kann, wenn man sich nicht sicher ist, die paar Euro bei der Zampke anrufen, das schockt gar nicht. Also lieber noch eine persönliche Auskunft holen und sich danach auf dieser verlassen können, weil das sind Profis, was sie da vorsetzen. Wir haben keine Wetterkunde studiert. Genau. Wir können es nicht sagen. Aber wir informieren darüber. Und das Wichtigste ist, dass die Wolken denken und da keine Spannung steht. Weil sonst sind wir lebendiger Blitzableiter. Das war nicht so fein. Genau. Ja, da seht ihr es eben, es reißt immer ein bisschen auf. Da drüben sieht man jetzt noch einen Gipfel vom Grandlspitz. Und für uns geht es jetzt dann da drüben, da ist der Einstieg. Genau, da starten wir jetzt dann hin, gell, Lindy? Jawohl. Jawohl. Vier bis sechs Stunden Gehzeit. Ja, Einstieg. Königsodler, Flower Tower. Mit den Gatscheisen ist es ganz fein gewesen, da rauf durch den Gatsch, gell? Traumhaft. Traumhaft. Genau, wie das sonst gemacht. Genau. Ja. Und da geht es jetzt rauf. Gleich zu Beginn eine Erklärung an alle Zuschauer. Unser Ziel war die Skiabfahrt nach der Begehung des Klettersteigs. Weil wir im Vorfeld nie Sicht in den ganzen Jodler hatten und die Webcam aktuell außer Betrieb ist, kannten wir die Verhältnisse im Steig nicht. Wir haben für die Abfahrt vollständige Lawinenausrüstung dabei gehabt und wussten nicht, wie viele Schneefelder im Steig sind. Daher haben wir auch ein 30 Meter Halbseil und Sicherungsequipment dabei gehabt. Unsere Rucksäcke waren jeweils etwas über 15 Kilo schwer. Für den Steig bei nicht klar einschätzbaren Verhältnissen zusätzliche Schuhe mitschleppen, haben wir im Vorfeld ausgeschlossen. Wir mussten daher den gesamten Steig mit Steigeisen an den Skischuhen gehen, weil die Schuhe ohne Steigeisen definitiv im Steig kaputt gehen würden. Die Folge wäre, dass wir barfuß klettern hätten müssen. Dementsprechend schaut eine Begehung mit Steigeisen bei weitem nicht so elegant aus wie mit normalen Schuhen. Du kannst nie auf Reibung gehen und jeder,
Damit meine ich wirklich, jeder Tritt muss sitzen. Vom Einstieg bis zum Ausstieg. Nach dem knackigen Einstieg in Flower Tower, wo es so steil bergauf geht, geht es nachher gleich einmal ein bisschen entspannt direkt am Grat entlang. Und jetzt beginnt eigentlich das lange Martyrium vom Königsjodler, dieses ewig lange Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab. Das ist die erste Passage, wo wir jetzt bergauf sind. Und da geht's schon weiter auf die nächsten Türme. Das Gepäck spürt man ein. Das Gepäck spürt man, ja. Leck um mio, so ein Gewichtchen. Aber trotzdem, vom Wetter her tut's noch. Ja. Passt ja gut. Genau. Ja, und schon in der nächsten Sektion. Mühlbacher Turm. Da geht's einmal da um und dann auf. Und wenn man da noch vom Mühlbacher Turm raufkommt, kommt man zur Via Malerschlucht. Da geht es da mit ein paar so Spreizschritt weiter und dann auf den Turm da rauf. Ja, jetzt geht es da von der Via Malerschlucht bisschen runter und da muss noch einen riesengroßen Spreizschritt machen. Das ist der sogenannte Jungfrauensprung. Ja. Da reißt da das Arschloch auseinander in der Mitte. Da hätte man jetzt die Jungerstunden meinen Rupp gebraucht. Genau. Also Rupp, wenn du das Video siehst, ich möchte mich jetzt aber für Yoga. Und da hast du jetzt die Haxen auseinander. Oh. Das kann sein, dass mir Wind davon gegangen ist. Ich habe mir einen Tosen geschissen, glaube ich. Falls das meine Freundin sieht, es ist vorbei. Ja? Jetzt haben wir aufgedehnt. Ja. Thank you.
Ja, jetzt sind wir da am Teufelsturm herum. Die Wolkendecke ist echt teuflisch. Schaut sehr mystisch aus. Und da geht es jetzt an oben. Ja, da oben ist der Teufelsturm. Da sind wir jetzt an oben gekommen. Und das ist halt jetzt so eine geschistig-schaste Sache mit den Ski, dass du da gut rumkommst. Wir sind jetzt da hinten hergekommen, da haben wir jetzt eine kurze Pause gemacht, getrunken, was gegessen und jetzt geht es da in leichter Kletterei da vorne und nachher in Kategorie B oder so weiter. C. Nachher in sind wir jetzt hergekommen, da schneit es erst und da geht es jetzt wieder Seil für sich jetzt weiter, B, C, so irgendwas. Wenn das Wetter schön ist, hat man da einen Almhäuselblick. Wenn das Wetter so wie heute ist, hast du einen mystischen Hochkönig-Nebelblick. Und da hinten kommt ein Ski daher. Was das eigentlich das Schlimmste ist. Erzähl. Jetzt hast du da knapp 15 Kilo drin. Und jetzt, wenn du in die Kamera reinredet, sagt es ja, wenn du irgendwo am Strand liegst, Alter. Ja. Das ist echt. Es ist, also bei mir kommt, bei dem Wetter, kommt bei mir Karibik-Feeling auf oder wie Rio de Janeiro, so irgendwas. Du bist ja nicht so, ne? Nein. Ja. Mit Kuba. Prost, Mahlzeit. Prost. Aufs Trinken nicht vergessen. Ja, ist schon gescheit, Picker. Mal eine Badehose nachziehen. Gewaltig. Gewaltig. Du hast es geschafft, genau. Gar nicht so cool mit Steigeisen. Nein. Oder was im Sommer auf gegen den Lachen. Ja, genau. Das ist wirklich so. Da hast du null Grip einfach. Dann haben wir es weg dann mit den Skischuhen. Sind die Skischuhe hier? Das ist auch noch viel blöder. Ja. So gewöhnen will ich aber. Dann kannst du barfuß raufgehen. Ja. Da unten bei dem Schneeviertel sind wir jetzt hergekommen, mittlerweile beim Seilerriss. Und jetzt geht's runter zum Flying Fox. Da kannst du entweder oben drüber oder abklettern, das ist ein bisschen schwieriger. Und auf der Gegenseite wieder um mich. Immer muss man es anschauen. Aber ich glaube, ich werde abklettern. So, da vorne seht ihr jetzt in Linde Flying Fox. Halt das! Ja, wenn es nicht halt, Linde, dann liegst du unten, wo ich runtergekraxelt bin. Das ist Kategorie CD, musst du nachher raufkraxeln. Bitte halt es einfach! Es rutscht nicht! Boah, ich krampfe gerade, Alter! Die Einseilbrücke habe ich stark zusammengekürzt. Der Linde hat im Endeffekt über 7 Minuten gebraucht, bis dass er rübergekommen ist und hat starke Krämpfe in die Hände gehabt. Die sind teilweise gar nicht mehr aufgegangen. Bin ich schon weit? Nein. Ja, die Hälfte hast du ungefähr. Ja, ein Klopapier da.
alles nicht geil. Scheiße. So, liebe Zuseher von Alpine Momente, ich scheiß mir übers Knie die Hosen. Wenn das jetzt nicht mindestens ein Daumen um den Glocken wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Halleluja! Falls das meine Mama mal sagt, das ist hallo Mama! Hallo! Aber du hast schon mehr wie die Hälfte, Linde. Ja, super, ich bin lau, Alter. Ja, das da unten ist die Birkerin. Die haben sie halt leicht bewölkt. Boah, Alter, hey. 3 Meter noch. Ach, gut, ich komme ja. Pass auf, dass du den Handschuh nicht einzwickst. Ah, jetzt bist du eh da. Das geht gescheit in die Hände. Aber die Franzi Route war nicht besser. Nein. Ich bin fix der Meinung, das ist ein Schlüsselstück. So, Bär. Jetzt wird's schön Wetter. Schaut euch das an, Leute. Der Linde ist um und die Sonne, die Glutmuggel ist im Wasser. Da unten ist jetzt die Einsalzstelle, da sind wir raufgekommen. Und vorher haben wir es gesehen, da vorne sind die nächsten Grattürme. Falls man sieht, da oben sind wir jetzt noch gekommen. Das hat auch noch mal gescheit eingeschenkt, gell? Aha. Die wird halt auch noch gescheit einschenken. Ja. Wahnsinn, Alter. Da geht es jetzt hinauf auf die Derntner Schneid. Auch wieder ziemlich steil. Das ist eine extrem ausgesetzte Passage, da die Derntner Schneid, gell? Brutal, Alter, wenn du so fliegst, da kannst du noch viel Zeit zum Überlegen da oben. Ja. Ich hoffe, ich liebe ihn, wenn ich sage, dass man auf über 1000 Höhenmeter rennen, was da oben geht. Ja, ich glaube, jetzt liegst du ein bisschen, aber viel ist schon. Ja, es ist ein Nöbel. Ja. Muss man jetzt vorrechnen. Ja, stimmt, ja. Weißt du, na, keine Ahnung, aber. Nein, da geht schon weit alle. Und bist halt wirklich voll am Grat, voll ausgesetzt. Ja, also wir stehen da jetzt auf gute 2,5. Kurz vor dem Notabstieg ins Birkhorn. Schaut einmal, so geht es da runter. Jetzt schaut einmal ein bisschen. Eine Aussicht raus, da hinten ist der Linde. Und wir werden jetzt da noch 4 Zwiebeln und dann beratschlagen wir uns, ob wir den restlichen Jodler noch machen. Oder wir haben eine gute Alternative auch. Und zwar,
Wir konnten in den letzten Teil übers Birkhorn aufsteigen, weil das ist schon ziemlich anstrengend, das Ganze mit Steigeisen gehen. Um nicht zu sagen, das ist das Anstrengendste, was ich bis jetzt überhaupt so gemacht habe. Also das ist echt brutal. Auf jeden Fall, für uns geht es jetzt da noch vorne. Und ja, dann schauen wir mal, was wir tun, wie wir weiter tun. So, der Lindy hört sich auf den letzten Meter an, Richtung Notausstieg ins Birkhorn. Das ist natürlich auch mit den Steigeisen voll zum Aufpassen. Da sind ein paar so Passagen drinnen, wo du so Tritthüfen hast. Und das ist halt zum Verheddern, ist das echt zum Aufpassen. Da muss jetzt auf den aufsteigen, aber genau. Jetzt so bockt, dass ich da halt noch runterfahre. Und das ist eben auch CD, glaube ich. Jetzt musst du schauen, dass du mit den Ski unterm Seil durchkommst. Weil der Tuttner auf der Seite, wo er jetzt gerade ist, da stürzt es einfach meilenweit runter. Jawohl, bist durch. Super, und auf der Seite steigst du jetzt drüber. Ihr seht es. Da musst du wissen, was du tust, gell? Da musst du mal einen kühlen Kopf bewahren an ein paar Stellen einmal. Ja. Vor allem, wenn du mit den Eisen unterwegs bist. Da werden sicher einige lachen, wie schwindelig dass wir unterwegs sind. Da mit Eisen ist das noch eine andere Nummer. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der das wirklich im Winter gemacht hat, so wie der Brecht Bert. Oder ab, Alter. Hey, Wahnsinn, das ist drei Stufen, drei Liegen. Ohne Scheiß, Wahnsinn. Über uns, das ist brutal. Das sind keine Hobby-Alpinisten, so wie wir. Nein. Wir gehen gerne in den Berg. Das Wichtigste ist uns, dass wir gut wieder reinkommen, gesund. Das Gewicht allein, es drückt auf die Schultern, es ist heiß. Aber wir wollen nicht jammern, weil wir haben es ja selber da. Wir haben uns ausgesucht. Richtig. Nicht umsonst sind wir schon einige Zeit unterwegs. Ja. Aber trotzdem eine geile Tour. Ja, voll geil. Das ist ein Erlebnis, das ist ein Abenteuer für uns. Aber es ist trotzdem, also für jeden, der was glaubt, der muss da aufgehen im Winter mit den Ski oder solche Verhältnisse, wie es wir haben, schaut, dass es gut ausgerastet hat. Ja. Und dass genug zum Trinken und zum Essen mit habt. Und schaut, dass ihr 10-mal so gut drauf seid wie wir. Ja. Jawohl. Jetzt kommen wir mal zu mir. Jetzt kommen sie mal in deine Umme zu mir. Juhu. Da. Geil, ja, Alter. Geil. Freut mich, dass wir es da noch gepackt haben. Ja, mir auch. Boah. Hey, und riesengroßer Dank an den Mitarbeiter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Mittlerweile ist es Mittag und bis auf ein paar Tropfen, die eigentlich Schneeflocken waren, ist gar nichts da gewesen. Also, gut richtig, du machst gut richtig. Job. Und was sie auch wieder bewiesen hat, was du eh vorher schon gesagt hast, Leute, nehmt die 3 Euro irgendwas, was da die Minuten kostet, in Anspruch. Scheißegal. Scheißegal. Und dann, ja, es ist genauso eingetreten. Wir haben eine bessere Auskunft, konntest du da gar nicht kriegen. Und er hat uns wirklich fast auf eine halbe Stunde genau gesagt. Ja, genau. Also zwischendurch haben wir ganz leicht einmal. Das waren so ein paar Flankerl. Ein paar Flankerl. Wolkendecken ist entspannt. Ja. Also, du machst einen mega Job. Vielen Dank, liebe Zamke. Ja. Gewaltig, ja. Ja, der Vorteil, wenn man so over-equipped ist, ist, dass man mehrere Alternativen hat. Und der Lindy und ich, wir haben uns jetzt unterhalten. Wir sind extrem ausgelaugt und wir wollen es einfach nicht riskieren, dass uns nachher irgendwie beim Kämmertschnorr da oben, da ist nochmal eine D-Kategorie, dass uns da nachher irgendwie der Soft ausgeht. Dann haben wir da geschaut. Und der Schnee ist ganz gut, man sieht es, ohne Eintritt. Da komme ich gerade einmal so 5 cm rein. Wir sind gut ausgerüstet, wir werden da jetzt
ins Birkhorn reingehen. Da unten sind sogar Stapfspuren. Wir werden ein bisschen umqueren, runtergehen und nachher die Stapfspuren folgen und übers Birkhorn aussteigen. Das ist für uns der kraftschonendere Aufstieg auf dem Hochkönig. Für uns ist dann sowieso das Highlight, dass wir mit den Ski runterfahren über den Normalweg. Darum haben wir auch die ganzen Ski und das ganze Graffe alles mitgeschleppt. Auf jeden Fall den ganzen Königsjodler habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, aber lasst es uns gern wissen. Das Wetter war ja auch nicht so besonders. Ihr kriegt aber noch ganz coole Aufnahmen, weil es wird noch besser. Lasst es uns wissen, wenn ihr den ganzen Jodler sehen wollt, dann machen wir das im Sommer noch einmal. Linde, machst du das mit mir? Machen wir noch einmal und dann ohne Steigeisen und dann sagen wir euch in Jodler im Sommer, so wie man eigentlich für normal geht. Genau, ja, also schreibt uns das gerne rein, ob ihr den noch einmal sehen wollt. Und zwar so mit richtig schönem Wetter, aber es kommt jetzt auch noch einiges. Also es wird noch eine coole Tour. Aber wir gehen erst ab 1000 Daumen, gell? Also merkt euch jetzt fest ins Zeigling draufdrucken. Unter 1000 Daumen sitze ich unten auf der Rechette und trinke meinen Kaffee, den was ich für euch noch habe gegessen. Gestern. Ja, Einstieg ins Birkhorn. Sind wir ein bisschen umgequert und nachher hört es dann nochmal Kerzen gerade. Aber und dann da umme und dann geht es eh wieder rauf. Vielleicht noch 20 Höhenmeter insgesamt da. Beim Einstieg ins Birkhorn habe ich den Linde darauf hingewiesen, dass jeder Schritt 100% sitzen muss. Es hat im Birkhorn bereits einige Alpinunfälle gegeben, die zu tödlichen Abstürzen geführt haben. Konkret habe ich einen Absturz vom Juni 2016 angesprochen, wo im oberen Teil Alpinist ausgerutscht ist und das ganze Birkhorn abgestürzt und dabei tödlich verunglückt ist. Der Lindy hat später auch einen Schritt falsch gesetzt. Glücklicherweise hat er den Rutsch sofort stoppen können. Das ist auch der Grund, warum die Aufnahmen dann im Birkhorn später aufhören. Wir haben dann einfach schauen müssen, dass wir aufkommen. Ich hab's gesehen, ja. Gut. So, da unten ist das Birkhorn. Ich habe jetzt noch gar nicht mehr gefilmt, weil das war ein einziger Schacht da. Aber jetzt sind wir safe, finde ich. 12 Stunden unterwegs. Boah. Also ich glaube, ich habe echt noch nie sowas hart gemacht. So eine Belastung. Mental, körperlich. Da musst du beißen. Oh, schau, wie geil das Wetter da herum. Ja, Kerl. Hans, danke, oder? Voll fertig, leck mich aus. Wahnsinn. Auf über 4000 Meter gestanden, alles Mögliche, Stühle gegangen, alles. Ein Scheißzeug, alle in den Arsch, echt wahr. Das ist nix. Das ist nix. Bist du deppert? Nein, sind wir jetzt Austria durchgestiegen in einer Woche, da ist auch nichts dagegen. Ja, Wahnsinn. Also, einen Tag wieder schauen, ob man nicht gut schlafen geht. Ja. So, willkommen auf der übergossenen Alm, liebe Leute. Da vorne ist der Hochkönig, der Gipfel der Gefühle. Da schauen wir, ob wir überhaupt noch raufgehen, weil wir sind ziemlich lau. Und wir müssen jetzt noch mal schauen, wie wir das Gelände am sinnvollsten nutzen können. Aber für uns geht jetzt der Genuss los. Endlich wieder in die Tourenski drinnen.
Jetzt machen wir Meter. Jetzt. Jawohl! Oh, endlich! Jawohl! Die folgenden Abfahrtsaufnahmen sind für einige von euch vielleicht irritierend. So manche mögen sich fragen, warum zwei Typen, die vorher so fertig waren, nun auf einmal unter Anführungszeichen so gut abfahren. Das hat zwei Gründe. Erstens hätte ein Absturz von Lindy nach seinem 3 Meter Ausrutscher tödliche Konsequenzen gehabt und wir mussten zweitens 300 Höhenmeter durch das Birka raufspuren. Das Birka ist lawinentechnisch nie 100% sicher. Der Teil ab dem Rutscher bis 100 Höhenmeter unter dem Ausstieg war mental extrem belastend. Die Schneequalität war viel schlechter als beim Einstieg ins Birka. Wir mussten die sicherste Linie rauf selber anlegen. Das gelang uns gut, war aber sehr kräftezehrend. Wir hatten zwei Optionen. Erstens, zurückgehen und über den Kummetstein den Königsjodler beenden. Das wäre kräftetechnisch aber nicht umsetzbar gewesen. Zweitens, Ausstieg durch das Birka, und zwar nach oben. Die Option Bergrettung war keine Option. Wir waren nicht am Ende der Kräfte und wir waren nicht verletzt. Nachdem wir in der Scharte und somit safe waren, kehrten die Kräfte nach der Realisierung des Geschafften zurück und wir freuten uns auf die Abfahrt, bei der wir super Verhältnisse vorfanden. Wie fertig wir aber schlussendlich waren, seht ihr am Ende des Videos. Wir freuen uns, wenn ihr uns bis zum Schluss begleitet und unseren Ausführungen noch zuhört. Wie auch bereits im ersten Video der Doku-Reihe angekündigt, stehen Lindy und ich euch gerne zu einem Livestream zur Verfügung, wo wir eure offenen Fragen offen und ehrlich beantworten. Das Datum und die Zeit des Livestreams werde ich im Community-Tab auf dem YouTube-Kanal Alpine Momente noch ankündigen. Das ist die Torsäule. Jetzt kommt der Franz. Gerade Franz, eine Frage, was hast du jetzt vor? Ich hab jetzt auch vor. Skifahren! Ende Mai! Juhu! Skifahren! Puifahren! Wow! Das muss voll geil kommen. Geh regel dahin! Es ist so geil, es ist so geil. Ein Wahnsinn! Da wo die Bogen sind. Wir haben sie, ja. Ja, genau. Aber da außen darf man es dann halbwegs duschen lassen. Genau, ich fahr dir nach.
Oh. Ja, unser zweites Auto steht beim Arthurhaus auf 1500 irgendwas Meter und wir sind jetzt bis knapp unter 1800 Meter mit den Ski abgefahren, einfach nur genial, oder? Mega gut jetzt. Brutal. Füße sind brennt jetzt gut, ja. Aber naja, das entschädigt das eine oder andere Übel heute. Ja. Aber an dem Tag oder an so einem Tag, glaube ich, sind wir die letzten, die aus da gefahren sind. Ja. Ja Leute, wir sind jetzt vor der Tour retour. Wir waren ziemlich lang unterwegs und ich habe keine Ahnung, wie ich ausschaue. Ich fühle mich elendig, ich fühle mich extrem verrotzt. Lindy, inwiefern haben man sich deine Erwartungen von der Tour erfüllt? Ja, nein. Franz, super. Kann man anfangen. Ja. Allein die Frage, Alter, weißt du? Ich gehe schon wieder her. Frag noch mal. Lindy, inwiefern haben sie deine Erwartungen von der Tour erfüllt? Die größte Erwartung, was ich gehabt habe, war eigentlich, dass wir nachher ein schönes Oberfahren haben. Das haben wir mal gehabt. Ja, der Klettersteig, ich empfehle euch absolut, ganz wurscht, wer jetzt zuschaut, ob das jetzt ein Vollprofi ist oder nicht, absolut im Sommer. Da macht es den Fehler, ich hoffe, ich darf das so sagen, bitte ja nicht, dass du mit über 15 Kilo Gepäck, mit Ski, mit Skischuch und mit Steigeisen in den Königsjodl einsteigt. Ich meine, du verlierst natürlich genug Zeit, du hast keinen gescheiten Stand, nichts. Und ist elendig kraftraubend. Also, bei meinem zweiten Duden habe ich mir schon gedacht, hey, boah, leck, das kann heute was werden. Dann kommen wir aber noch 6 oder 7, je nachdem. Nein, eigentlich muss man sagen, es war eine fesche Tour trotzdem, weil landschaftlich ist es einfach geil da oben. Da kann man sagen, was man will. Aber halt viel zu stark. Franz, weiß ich nicht, wir sind 15 Stunden unterwegs gegangen. Ja. Geht es einmal 15 Stunden spazieren? Und dann schaut es einmal, wie es euch geht. Und da komme ich jetzt eben auch auf den Punkt, inwiefern dass sie meine Erwartungen erfüllt haben. Ich wollte euch eigentlich ein richtig cooles Video zeigen mit ganz vielen Informationen zum Königsjodler. Und es ist aber so gewesen, dass, ich glaube, ich darf da für uns beide sprechen, ja, wir waren beide dermaßen am Limit. Ich glaube, dieses Video kann viele Leute sensibilisieren, dass sie sich Gedanken machen, auf was sie sich einlassen. Und was ich nur sagen möchte, das Video zeigt ja im Prinzip, wie es nicht definitiv gehen soll. Keine Ahnung, wie wir jetzt zum Auto kommen, aber macht bitte einfach den Fehler nicht und probiert in Winterjodler. Einfach auch so. Und an die Leute, die was den Winterjodler machen und geschafft haben, allerhöchsten Respekt. Absolut. Da fehlt ein Millimeter, dass der hingeht mit dir. Also allerhöchsten Respekt an die Leute, die was das schon geschafft haben. Franz, was sind jetzt für dich die zwei schönsten Momente bei der Tour gewesen? Also, das ist ja, nein, wirklich, das ist voll einfach erklärt. Der erste schönste Moment war, wie wir den ersten Teil des Königsjodlers geschafft haben und praktisch in der Schorten waren, wo der Notausstieg zum Birkhau ist. Das war der erste schönste Moment. Und der zweite schönste Moment war, wie wir uns durchs Birkhau aufgekämpft haben und bei der Birkhau-Schorten oben waren, weil da habe ich gewusst, wir sind safe. Und was sind die zwei nicht so schönsten Momente gewesen? Die zwei nicht so schönsten Momente. Also der erste nicht so richtig schöne Moment war, nachdem wir auf den ersten richtigen Turm nach dem Flower Tower aufgekraxelt sind. Das nicht wissen eben, ob wir jetzt weitergehen sollen oder umdrehen sollen, abbrechen sollen.
Es ist beides mit einem enormen Kraftaufwand verbunden, vor allem wenn du zu viel mit hast wie mir. Also das war der erste nicht so schöne Moment und der zweite nicht so schöne Moment, ja, das war für mich eigentlich das Einzige. Bei mir war der definitiv nicht so schöne Moment. Das Flying Fox, ich sag's wie es ist. Boah, ich hab die Hosen gestrichen voll gehabt. Ich bin ein Mensch, ich muss die Kontrolle über mich haben. Und ich sichere das selber ab oder sonst irgendwas. Und dann war ich die einfach mal an einem einzigen Steuerseil gibt und da geht's, weiß nicht, 100, 200 Meter runter. Und dann kommst du einmal vier und einmal zurück und dann machen die Finger zu, weil du verkrampfst. Also das war nicht ganz so schön. Ja, und der weitere nicht so schöne Moment, und das sage ich auch, wie es ist, weil es soll ja kein Geheimnis sein, weil ich ausgerutscht bin. In Birkau. Zum Glück weiß ich, wie man sich selbst stoppen kann. Betonung auf kann. Was aber nicht sein muss, dass es funktioniert. Aber da ist mir mal das Adrenalin einmal durch die Decken geschossen. Und ich bin ganz ehrlich, das war vielleicht nur ein Wimpernschlag, was ich zu viel gemacht habe. Und ich habe den Schritt nicht richtig gesetzt. Und auf einmal tschuk, weg war er. Also gerutscht halt. Mhm. Schönste Moment, wie das Matras ausgesehen habe. Wirklich, wenn man aus der Schwarten herausgefahren, wie du gesagt hast, wie ich dann der Vierer gegangen bin und das Matras aus dem angeschaut habe. Das war echt ein schöner Moment. Und ein weiterer schöner Moment war die Abfahrt jetzt gerade. Die steht einfach, der Hochkönig steht einfach von jeder Seite so geil da und er ist so schön. Und die Abfahrt jetzt einfach beim Abendlicht. Obergeil. Obergeil. Ja, ja. Vor allem, weil der Schnee noch auch gut war. Ja, war richtig super. Hat mich stark gewundert. Ja, und auf was freust du jetzt am meisten, wenn du zusammenkommst? Auf eine Dusche, auf eine Pizza und dann, wenn ich nachher wirklich daheim bin, dann freue ich mich aufs Bett. Ja, ich freue mich einfach nur, wenn ich in der Waagerechten bin. Wie gesagt, macht es den Fehler nicht, statt es nicht. Gut, liebe Leute. Jawohl. Ich beende es jetzt einfach, mir reicht es jetzt. Ich will jetzt noch auf den Tag haben gehen. Ja, liebe Leute, das war also die Skitour über den Königsjodler und das Birkhaar und den Normalweg vom Hochkönig runter, gemeinsam mit dem Lindi und mit mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bewertet es mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten. Ich hoffe, es hat auch einen Input gegeben, sprich, wie man sich verhalten kann, selbst einschätzt, Selbstreflexion etc. Dass einfach nichts passiert, weil wir zwei sind völlig Banane aus dem Maus. Auf jeden Fall, auch wenn es aus ist mit uns, aber es wird trotzdem bald wieder ein Video sehen von uns. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und das noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die graue Glocke, sagt zur Erinnerung. Lindi, magst du noch was sagen? Ich freue mich aufs Bett. Jawohl, ich freue mich auch aufs Bett. In dem Sinne wünschen wir euch eine gute Nacht, schlaft's gut. Ciao, ciao. Führt euch, ciao, bleibt gesund.